Also niemand interessiert sich für die PS Portal, aber ich kann euch sagen, das Ding ist wirklich richtig geil. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe mir die Gebrauch geholt für einen schmalen Taler und ich muss sagen, die ist geil. Natürlich ist das Streaming, ja, also du hast keine Spiele darauf installiert, aber du benutzt halt die Sachen von deiner PS5. So, Freunde, wir schauen. Introducing the PlayStation 30th. Heißt das so? 30th Anniversary Collection, die vor wenigen Minuten heute am 19.09.2024 bekannt gegeben worden ist. Da wollte ich mal reingucken. Ich habe schon die Bilder gesehen. Keiner weiß, wie teuer das Zeug wird. Aber die Konsole ist schon nice. Ne? Und für Sammler ist das natürlich die Bankrotterklärung, ne? Die alles verkaufen, um sich den Kram zu holen. So, wir gucken mal rein. Let's go. Ist PS5 Pros dabei, PS Remote, der Pro-Controller, normaler Controller und Hi, I'm Kristen Zatani with PlayStation Blog, and today all of us at Sony Interactive are so excited to debut the PlayStation 30th Anniversary Collection as part of PlayStation's 30th Anniversary. To do that, I'm being joined by someone who can show us exactly how special this collection is. Hideaki Nishino, CEO of Sony Interactive Platform Business Group. Nishino-san, nice to see you. Hi, Kristen. Thank you for inviting me. Yeah, of course. Hi, everyone. Thank you for joining us today. As you know, the original PlayStation debuted in Japan on December 3rd, 1994. We knew that in 2024, to celebrate this 30th anniversary milestone, we have to create something that honor the history and joy that PlayStation has. Und das Problem ist, die PS5 Pro, die ist wieder limitiert, ich glaube auf 12.500 Stück. Brought us all since the 90s. And I do mean all of us, past and present employees, fans and players around the world, all of our amazing partners, and even colleagues and competitors. We've all shared and challenged each other, experienced so many amazing games and moments together. I truly want to express my gratitude and appreciation to everyone who's... Guck mal, hier ist eine Spiegelung in der Brille. Eigentlich müsste man da mal ranzoomen und gucken, was da drin steht. PlayStation into their lives. Well, we are honored to be able to take this first look at the 30th Anniversary Collection. So let's take a look first at the PlayStation 5 Digital Edition 30th Anniversary Limited Edition Bundle. Now, this PS5 looks pretty familiar for me. Yeah. So, ist sie auch limitiert? Obviously, we bring the original gray color. Also bestimmt irgendwie, ne? Yeah. Back to this PS5 Digital Edition. And then its panel, but also the main body has a gray coloring as well. Nice. Can you tell me a little bit more about some of the things we're seeing? Yeah. So on the front, when you look at this trace, it has the PlayStation 30th anniversary printing. And then on top, there's a PlayStation logo in the original 4-color version as well. Aber das haben wir schon viele gemacht, ne? Dieses bunte Logo. Very cool. Well, my favorite thing that I've spotted already is I see something on the back here. The logo has been sort of updated. Yeah. So this is uniquely... Hä? Guck mal, sie hat eben irgendwas gesagt, aber sie haben es nicht gesagt. I've spotted already as I see something on the back here. The logo has been sort of updated. Yeah. So sie redet weiter, aber... It's uniquely designed for this anniversary. And then we are printing... Wahrscheinlich hat sie gesagt, das sieht aus wie Xbox. Of the panel as well. So maybe you don't notice about it. Oh, but, right on the inside. Oh, inside is out. And then we also designed the unique spatial stand for this design as well. With the color match. That's right, it's gray, the original gray. Very cool. So whole package, you will enjoy the original flavor of the PlayStation. So let's talk about the DualSense. Yeah. In the center, there's the original color version of the PlayStation logo. Looks fantastic. Also da brauche ich auf jeden Fall einen oder zwei. And you might be noticed about the button color. The original colors. Yeah, so this has been done by Tokyo Engineering. 4 layers of color printing on the FamilyMark side, and then 3 layers of color printing on the bottom side. I love seeing the original color. Make sure the original color is coming back. And then you might be noticed on the grip side as well. It matches the inside of the console. Yeah, so this has the 30-year anniversary version of the shapes as well. That texture, I love it. Yeah. Right, and then is this the controller cable here? Yeah, it is. See, look at that. Looks kind of familiar too. Yeah. So das ist auch witzig, ne? Das Ladekabel sieht aus wie damals dieses Kabel von der PlayStation, also von dem Controller, ne? Früher hatte man Kabel am Controller. Man glaubt's nicht, Freunde. Man hatte Kabel dran. Ja? By the moment, like when you plug your controller into the original PlayStation, this is the connector. I love that. So today we use USB-C for this charging cable, but we want to bring back some memory
when you start playing it, that's what we wanted to do. I love it. And it's also got these PlayStation-shaped cord ties. It's one of the few accessories that come with the bundle. Some stickers, mm-hmm. We got a paperclip as well. But very cool to check out the bundle altogether. Yeah, it's great. Das kann man auch einzeln kaufen, oder was? All right, well, now that we're done with the bundle, what is this over here? So let's pick this up. Yeah. This is a limited edition 30th anniversary PlayStation Portal. I love the PlayStation Portal. Seeing it in these original gray colors looks so cool. The buttons. Yeah, and then you can find the PlayStation logo in original color as well. The same as the DualSense, we das have this sick, script, has a printing of the 30. Also niemand interessiert sich für die PS Portal, aber ich kann euch sagen, das Ding ist wirklich richtig geil. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe mir die Gebrauch geholt für einen schmalen Taler und ich muss sagen, die ist geil. Also ich habe damit immer ganz einfach zocken, überall, wo du willst. Year's anniversary version of the Shade. Natürlich ist das Streaming, ja, also du hast keine Spiele darauf installiert, aber du benutzt halt die Sachen von deiner PS5. And then what's this on the back? Yeah, so there's a printing of the PlayStation 30th anniversary as well. Very cool, I love that. Now, does the Portal come with the bundle? No, Portal is sold separately. And the DualSense is available separately as well. Very cool. Alright, well, let's go ahead and take a look at the Play... Alter, sogar die Ladeschale ist hier extra, ne? Die gibt's auch extra. Und ich glaube, das ist der Pro-Controller. PlayStation 5 Pro 30th Anniversary Limited Edition Bundle. Was ich geil finden würde, wenn die PS5 Pro so einen Pro-Controller dabei hätte. Das würde auch Sinn machen, oder? This looks fantastic. It is so excited to see the Pro in those original colors. Ich finde, so gefällt mir die schon ganz gut, ne? Besser als dieses Originaldesign. Diese schwarzen Rillen mit diesem weißen... Also ich finde ja, die Originalkonsole finde ich richtig geil. Das muss ich mal dazu sagen. Ich habe ja die Fat Lady hier hinten stehen. Kann man die sehen? Nee, jetzt nicht. Da ist sie. Die Day-One-Konsole und die gefällt mir sehr gut, aber das gefällt mir auch sehr gut, aber das neue Design von der Slim gefällt mir nicht so sehr, mit diesem schwarzen Streifen und das Design von der Pro gefällt mir auch nicht so sehr, mit diesen schwarzen Streifen, also die hätten sie mal, weiß ich nicht, irgendwie anders machen sollen, vielleicht auch so grau oder so. But what else is going on with the Pro that you can tell me about? Yeah, so the difference from the original standard version is, each individual unit has a unit number. Nice. Guck mal, das ist die Nuller-Version, Alter. Krass. 12.300 gibt's. Because we are going to sell 1-300 units globally only. 12.300 for the anniversary, yeah, for 12-3, December 3rd. True. And then we also have an embossed printing of the PlayStation 30th year anniversary. Let's pick that up and take a look at it. Wow. Very cool. So this is different from the original PS5. Yeah. Love that. Nice. Well, it's got the gray vertical stand and some of the same accessories as the PS5 bundle. But this has all the features of the PlayStation Pro. Yeah. Ich finde auch, der Fuß sieht ganz anders aus, oder? Der leuchtet, der strahlt nicht so wie die, wie dieser, also der ist nicht so, der ist nicht poliert, ne? Der ist matt, chrommatt. Das sieht gut aus. Aber dieser andere Fuß, Alter, der sieht aus, als wenn der vom Aldi kommt. Yeah, so this is the PS5 Pro, so it comes with a 2TB SSD and a Wi-Fi 7 network capability as well. Nice. Well, I know what also sets this bundle apart is we got the charging station and the DualSense Edge wireless. So this DualSense is also a special version as well. So the 30-year anniversary chips are printing on a touchpad. And then look, this adaptive trigger. Oh, the texture on it, yeah. The symbols, very cool. Das ist der Pro-Controller, oder? So we knew two controllers coming to this bundle as well, so we painted the charging station with the original color as well. And look at this case for the DualSense Edge. It has the original Edge color, has, yeah. Family Mac in the front, and then on the back, there's a 30 years anniversary symbols as well. Now, the DualSense Edge is also available separately, like the DualSense and PlayStation Portal, correct? That is correct. Very cool. Well, it has been so much fun checking out the full collection. Is there anything else that we want to share with folks? Yeah, we designed the packaging for those products in a unique way as well, so I hope you will enjoy the out-of-the-box experience as well. Very cool. Well, you can head to PlayStation Blog to read the full packaging details and all the accessories, and pre-orders begin September 26th. Thank you for joining us today. Vorbestellung 26. Wann? Accessories and pre-orders begin September 26th. Am 26. September, Alter. Das ist in einer Woche. Das muss ich mir mal einen Termin machen. Also ich werde wahrscheinlich eh keine Konsole bekommen, weil diese direkt ausverkauft sein wird. Aber man kann es ja mal, man kann ja mal gucken. Ich gehe mal davon aus, dass es wie um 10 Uhr losgeht. Und dann schauen wir einfach mal. Also die andere Konsole, die normale Pro, die kann man irgendwie noch nicht vorbestellen. So, 10 Minuten vorher und einen Tag vorher, dann weiß ich da Bescheid.
Die werden natürlich wieder mit Konsolen rausnehmen, ungefähr wahrscheinlich 200 Stück oder so, diese an irgendwelche Influencer verschicken, die die dann auspacken und irgendwo hinstellen, ne? Thank you for joining us today, and here's to 30 years of play. Let's celebrate together. Geil. Ja, cool. Haben Sie Ihren Link reingepackt? Wahrscheinlich wir nicht, ne? Kann man das irgendwo sehen? Ach doch, hier, guck mal. Da gucken wir gleich mal rein. Wollen wahrscheinlich viele haben die Konsole. Der Preis, der kommt dann immer erst an Vorbestellungstag. Ach, guck mal hier. Da gibt es dann sozusagen auch diese Blende dazu. Für das Laufwerk. Ich finde die echt gut, ne? Die sieht gut aus. Auch die Slim sieht gut aus. Mir gefällt halt irgendwie diese richtige normal Slim nicht, weil da ist dieser Fuß, dieser glänzt so und der sieht so billig aus. Und dieses Weiß dann dazu und Schwarz, aber die Pro, die würde ich mir hinstellen. Das Graue, das ist richtig edel. Ja. Auch die würde ich auch gerne haben hier. Also ein Controller muss ich mir auf jeden Fall sichern. Das ist sicher. Der wird wahrscheinlich 80 € kosten. Einen brauche ich. Einen brauche ich Minimum. Und das wird wahrscheinlich alles verkauft werden. Ach, guck mal hier, steht es nochmal. PS5 Pro Konsole. Limited Edition Bundle. Was bedeutet das denn? Edition Bundle? Steht das hier unten? 26. Was ist denn das Bundle? Portal Limited Edition Standalone Wireless Controller. Oh, guck mal, hier sind schon die Packungen. Ah, ich glaube, die ist noch nicht final, oder? Die sieht noch nicht final aus, aber die anderen sind schon da. Ey, guck mal, in dem Originaldesign von früher, ne? Oh, ist das geil. Da ist der Edge Controller und der normale und das Ding hier. Also wenn ich die Auswahl hätte, wenn ich was bekomme, würde ich, glaube ich, diese beiden Sachen hier holen. Weil ich glaube, die Konsole ist unbezahlbar. Da zahlst du wahrscheinlich 1.000 € Minimum. Weil da ja irgendwas noch mit drin ist, ne? Weil hier, die haben ja gesagt, dass das irgendwie ein Bundle ist. Und ein Bundle bedeutet für mich ja, dass dann noch irgendwas anderes dabei ist. Ja, PlayStation Direct. Oder beim Retailer. Also das kannst du wahrscheinlich dann auch über Amazon und Co. bestellen. Bei den kleinen Händlern brauchst du wahrscheinlich nicht reingehen, das macht keinen Sinn. Die werden sofort weg sein. Oder die werden zu unnormalen Preisen verkauft. Ne? Also diese ganz kleinen Händler hier, wie die aus AT und hier aus Deutschland, ne, die man so kennt. Ja. Mich würde mal interessieren, wie viele Controller die insgesamt verkaufen. Ne? Hier von dem zum Beispiel. Oder von dem hier, von dem Edge. Steht nicht dabei, ne? Aber da scheint es mehr zu geben. Oder von dem Ding hier. Da ist auch irgendwie so ein Poster drin. Eins von 30 verschiedenen. Cool. Also ich schau mal, das ist ja schon in einer Woche, Alter. Das ist ja schon in einer Woche. Das Gute ist halt, wenn du bei PlayStation Direct bestellst, dann buchen die das nicht direkt ab. Genauso wie bei Amazon. Wenn ihr jetzt natürlich bei Mediamarkt oder so vorbestellt, müsst ihr das, glaube ich, direkt bezahlen. Amazon ist halt dann erst, wenn es verschickt wird. Die haben gar nicht gesagt, wenn es verschickt wird, oder? Oder kommt das direkt dann irgendwie im. Wann haben wir, was stand da? Im November, 27. oder so? Irgendwie sowas habe ich irgendwo gelesen. So, guck mal, das ist hier alles drin. Bundle. Limited Edition PS5 Pro Konsole, bla bla bla. Matching Limited Accessories, DualSense. Ja, gut, der Controller ist dabei. Hä? And Matching Limited Edition Accessories. Ach so. Ja, aber warum steht das hier dabei? Vertical Stand ist dabei. Cable for PlayStation Shape. Sticker, okay. Wahrscheinlich das, ne? Weil hier steht irgendwie. Hier steht irgendwas mit DualSense Edge Wireless Controller. Charging Station. Cover. Also, ich gehe davon aus, dass das dann dabei ist, oder? DualSense Wireless Controller.
oder? And matching limited edition accessories. Naja gut, vielleicht habe ich mich auch verlesen, aber für mich klingt das so, als wenn das dabei ist, aber das würde keinen Sinn machen, dass du zwei Controller dabei hast. Dann gibt's noch die Konsole hier, ne? DualSense, FireSense, ja. Ach nee, warte mal, das ist die... Hä? Ach so, bei der Konsole ist auch das Cover dabei, natürlich, macht ja Sinn, ne? Das macht ja Sinn. Oder ist das da alles dabei bei dem Bundle, Alter? Guck mal, weil hier ist das Bild. Weil hier ist ja jetzt zum Beispiel PS Portal nicht dabei. Das wäre ja krass, Alter. Wenn das alles dabei wäre, ein Edge-Controller, ein normaler Controller, eine Ladestation und natürlich die Konsole, das wird über 1000 Euro kosten, Freunde. Das Ding wird so rar sein. Und das ist die normale, ne? Dass sie immer alles limitieren müssen, Alter. Mach doch eine Konsole. Mach doch eine Pro-Konsole mit einem Pro-Controller, mit einem. Von mir aus, pack noch die Tasche dazu und dann ist gut. Und mach doch die anderen Sachen separat, Alter. Ich verstehe nicht, warum man da so einen riesen Bundle machen muss. Wenn das stimmt, werden wir mal gucken. Ich bin gespannt. Die Webseiten werden alle zusammenbrechen. Hier gibt es noch eine Seite. Ach so. Ah, okay. Sogar eine Playlist hier bei Spotify. Na gut, Freunde. Dann werden wir mal gespannt sein in einer Woche. Wird auch wieder am Donnerstag sein. Und ich kann euch ja dann berichten. Also dieses Video, wenn ihr dieses Video seht, dann ist schon alles vorbei. Weil das nicht mehr richtig zum richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich kommt. Oder ich muss das vorziehen. Ansonsten lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ein Follow, ein Abo ist ja ein Follow. Ein Kommentar, was ihr davon haltet, von diesen ganzen Konsolen und so weiter. Und ein Like natürlich. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.